Willkommen zu Star Wars Show Wohnzimmer Community. Der letzten Videoclips, bevor Han Solo in die Kinos kommt. Ich habe euch ja versprochen, dass für die Sendung eine Menge gemacht wird, damit ihr Lust habt, diese Sendung zu sehen. So, ich habe das letzte Paket bekommen. Ich will hoffen, dass es ist, was es ist und dass es gut ist. Deswegen mache ich ein Unbox-Video. Ich öffne das mal wieder, um euch was Tolles zu zeigen. Also wie gesagt, für die Sendung wurde eine Menge eingekauft. Und wir wollen hoffen, dass es das ist, was ich suche. Yes, ist es. Genial. Und es ist das Original, ein Original-Replay, Gesicht von Chewbacca. Original-Achievement von Chewbacca. Ich konnte nicht ahnen, dass es so geliefert wurde, aber ist egal, das ist ein Original zum Kopf. Richtig Kopf tragen. Geiler. Original Chewbacca. Ja? Original Chewbacca zum Tragen. Ja? Also man kann ihn richtig toll tragen, ein richtig tolles Fell. Also kein Plastik oder so. Also es ist eine Replik. Ist eine Replik über Disney bezogen. Ja? Ist natürlich mal wieder französisch, mir ist aufgefallen, kommt wohl immer von Walt Disney Paris. Vermute ich mal. Hier so ein Völkchen drin zum Abrufen. Cool. Ein abrufender Pip. Ich mache aber gleich die Rechnung. Fertig. Ja, die Convention kommt. Die Star Wars Convention kommt in Chicago. Was machen die in Chicago, die da wohnen, haben direkt jedem gesagt, der da hinkommt, soll eine schusssichere Weste sich besorgen mit dem Schild drauf. Convention Chicago 2018. Ist schon eine tolle Geschichte. Ne? Wie gesagt, Darth Vader haben wir ja bekommen. Wir haben jetzt ihn hier bekommen. Ich weiß, jetzt sieht das nicht so aus, aber sobald wir die tragen oder sobald wir diesen Kopf dann auf unsere extra Köpfe, die wir besorgt haben, aufsetzen, wird er sicherlich. Also jetzt sieht er aus wie ein Hund. Ne? Wie so ein George Terrier, wie er heißt, ja, ne? So sieht er aus. Aber ist egal, ist okay. Ist wunderbar verpackt. Scheint wohl nicht getragen worden zu sein. Also so sieht er dann aus, wenn man ihn benutzt. Das ist nicht die Plastikmaske. Es ist nicht die Plastikmaske, sondern die original Replik-Maske, die er immer trägt. Da wo immer, ne? Richtig Fell. Ja, richtig Fell. Sieht also wirklich aus wie ein Hund. Ne? Ja. Das müssen wir schreien lernen, da mache ich einen auch Chewbacca. Aber gefällt mir, ist wunderbar verarbeitet. Okay. Ne? Kann den Mund bewegen, richtig. Ne? Den Mund richtig bewegen, so sieht sie dann aus, wenn man sie trägt. Ich habe es also schon in Natur gesehen, sieht wirklich echt aus wie Chewbacca. Ja, wollte ich ja nur gezeigt haben. Also wir versuchen da eine sogenannte Star Wars Sendung zu machen, so nach amerikanischem Stil, aber verdeutscht. Die Deutschen sind ja nicht Amerikaner und wir benehmen uns auch nicht wie die Amerikaner. Und ich begrüße alle total und recht herzlich bei der Community Wohnzimmer Star Wars bei Facebook. Und natürlich jetzt hier bei Ultra HD Web TV, Sondersender NRW TV bei YouTube. Ja, das sind unsere Kanäle seit Jahren. Und ja, das ist jetzt erstmal, für diese Maske müsste man natürlich jetzt auch ein T-Shirt besorgen, das passt, aber ich möchte wirklich die komplette Kombo haben. Der Preis ist heiß, aber der Kopf ist schon mal da. Und wenn man das andere dann nimmt, dann mal so ins Kino gehen. Dann ist man warm angezogen. Leider im Kino selber müsste man, glaube ich, die Maske abziehen, weil 100 Minuten oder 120 oder wenn die den E9 auch Überlänge machen, ja, sag ich mal, stell dir mal vor, Star Wars 180 Minuten in so einem Kostüm. Wow, ihr seid am Auslaufen hier. Okay. Ja, ist da. Es freut mich, dass er da ist. Yoda ist da. Darth Vader ist da. Chewbacca ist da. Die T-Shirts sind da. Von Han Solo, von 3DO und natürlich von Han Solo. Ja. Und irgendwie werde ich da. Jetzt arbeite ich an Captain Rex Klamotten. Versuche halt Captain Rex Sachen zu bekommen. Okay. Hier der Mund.
Mal gucken, ob ich euch den Mund da aufmachen kann. Ne? Also die, die vorbeikommen, können sich die dann anschauen. Also wie gesagt, sind die Zähne. Ne? Also er ist nicht dieses Künstliche mit diesem, mit dieser Maske, wo alle mit machen. Und wenn man den Mund aufmacht, schreit er ja wie so ein Weltmeister. Ne? Sondern sieht ihm richtig schön ähnlich. Ne? Unser Chewie. Chewbacca. Ja? Okay. Merkt, ich habe heute nicht allzu viel erzählt über Chicago, wie gesagt, und Han Solo. Und wie gesagt, könnte ich sagen, dass der Christian eine eigene Sendung bekommt. Oder werde ich wohl zum ersten Mal nicht reingehen, hat mit Rassismus nichts zu tun, sondern ich weiß nicht, wenn mit Lando Calrissian oder so, hat er mich jetzt in 4, 5 und 6 vor 40 Jahren jetzt nicht umgehauen. So, ich wüsste jetzt auch nicht, was er uns da zeigen sollte, auch so seine Mäntelchen. Und all solche Sachen. Er ist ja nun mal ein sehr reicher, der in der Wolkenstadt da sein Domizil hat. Keine Ahnung, was er da alles macht. Ja. Ich würde mich freuen, wenn zwei neue Han Solo-Filme noch kommen würden. Ja, dann. Ne? Dann geht es immer fröhlich weiter. Dann Resistance Ende des Jahres. Ja. Okay. Geht so langsam. Ne? Merkt, ist die Luft raus, wir haben Pfingsten. Wir ruhen uns aus, wir liegen in der Sonne, essen Eis. Dann freuen wir uns, dass am Donnerstag dann der Film kommt, Han Solo. Dass wir dann richtig Spaß haben werden. Ja, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Ja, das war's. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe richtig Lust jetzt, Han Solo zu sehen. Ja. Und natürlich den Chewbacca. Den Chewbacca. Ne? Ist klar. Audio Jungle.